Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Nach so einem Morgen freue ich mich wie wahnsinnig aufs Mittagessen, Sam. Allerdings, Elvis. Und wusstest du, dass gleich nach dem Frühstück das Mittagessen das Schönste für mich ist? Geht mir genauso. Habe ich Hunger. Hey, das ist Hauptfeuerwehrmann Steel. Was macht er da? Er sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Münzen, glaube ich. Er kann ganz viele Münzen von mir kriegen, aus meiner Spardose. Ach, diese Münzen sind viele hundert Jahre alt und sehr wertvoll, Elvis. Er kommt jede Mittagspause hierher. Na endlich. Na, das schaue ich mir mal genauer an. Oh, was haben wir denn da? Wundervoll. Und? Was gefunden, Sir? Ach, wer weiß. Schon fort. Entschuldigung. Fahren Sie mit zurück zur Wache zum Mittagessen? Ach, nein, danke, Quiddlington. Ich brauche einen Mittagstrost. Heute helfen nur Pommes mit Mayo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mom. Die magst du doch nicht, wahr? Ich mag sie nicht. Nein, ich liebe sie. Sie passt richtig gut zu dem handgestrickten Pullover von Dad, finde ich. Oh, und ich dachte immer, du wärst auf dem Boot und würdest deine Fischernetze in Ordnung bringen. Jetzt du, James. Zeig sie schon, deine Karte. Welche Karte? Ich würde Mom doch nie eine langweilige alte Karte schenken. Du kriegst was ganz Besonderes. Wie von Sarah und Dad, genauso schön. Was ganz Besonderes. Ich muss jetzt aber langsam aufs Boot, Schatz. Die Fische fangen sich nicht von allein. Ich muss auch ganz schnell los, Mom. Ich muss dir ja dein ganz besonderes Geschenk bringen. Oh, ich bin ja so eine glückliche Mom. Was kann ich Mom bloß schenken? Ich bin leider nicht so gut im Basteln wie Dad und Sarah. Oh, sieh an, James! Verzeihung, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Was ist das? Oh, mein Metalldetektor. Damit suche ich im Boden nach wertvollen Münzen. Sagten Sie gerade wertvolle Münzen? Ja, irgendwo in Pontypendi wartet ein Schatz aus uralten Münzen seit langer Zeit darauf, geborgen zu werden. Ich wette, die Münzen geben ein ganz besonderes Geschenk für jemanden ab, nicht wahr? Kann ich den ausleihen? Ich passe auch auf. Bitte! Du kannst es ja mal versuchen, während ich zu Mittag esse. Halte dich aber fern von den Klippen. Dort ist es sehr gefährlich. Ist gut. Mache ich. Das tut mir wirklich leid. Durch mich hat Hauptfeuerwehrmann Steel diese Münze verloren. Wir wissen gar nicht, ob es eine Münze war, Elvis. Und wenn es eine war? Ich muss den Fehler unbedingt wieder gut machen, Sam. Verlorene Münzen sind sehr schwer wiederzufinden. Aber nicht, wenn man ganz genau weiß, wo man suchen muss. Ah. Hm? Oh. Nur eine Schraube. Oh, es hat keinen Zweck. Ich finde nie so schnell ein ganz besonderes Geschenk für liegt. Es ist riesig. Wertvolle Münzen vielleicht, ja. Wo habe ich denn meinen Spaten gelassen? Ach, da. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Oh, das war ein Traum, Gwendolyn. Ja, und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmann Steel. Nach so einem schmackhaften Mahl wird das sogar sehr bald sein. Ho, ho, ho.
Willst du das wirklich machen, Elvis? Auf jeden Fall. Meine Spardose ist voll mit Münzen. Hauptfeuerwehrmann Steel wird sich riesig freuen, wenn er sie ausgräbt. Aber das sind gar keine alten Münzen. Schon, aber sie sind wertvoll, denn das hier sind Elvis-Münzen. Ach, wo steckt nur dieser Ton nicht gut? Was? James? James, wo steckst du? Ja, Hilfe! Oh, bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja, holen Sie mich hier raus! Oje, bleib bitte ganz ruhig, James. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ein Notruf! Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steel ist vor Ort. James Jones wurde am Strand von einem Steinschlag verschüttet. Wir müssen Schnuffi mitnehmen, Penny. Und ich verständige Gwendolyn. Ein sehr guter Platz, um die Münzen zu vergraben. Hier oben wird Hauptfeuerwehrmann Steel sie ganz bestimmt finden. Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist? Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell, James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critley. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steel. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Oh. James Jones, dass du gesund bist, ist doch mein allergrößtes Geschenk. Hauptfeuerwehrmann Steel, wollen wir nicht vielleicht noch einmal versuchen, diesen Münzenschatz zu suchen? Ich glaube, mir reicht es für heute mit dieser Schatzsucherei. Oh, doch nicht aufgeben, Sir, noch einen Versuch. Meinetwegen, mir nach, Critlington. Pass auf, gleich entdeckt er meine Spardose. Oh, kommt mal alle her. Haben Sie da etwa was entdeckt, Sir? Oh ja, einen ganzen Beutel voll uralter Münzen. Ich wusste ja, dass hier ein Schatz liegt. Sieht nicht nach deiner Spardose aus, Elvis. Oh nein. Sehr gut gemacht, Sir. Auf geht's, Schnuffi. Sir, leihen Sie mir den Metalldetektor? Sir, wo habe ich bloß meine Spardose vergraben? Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.